Sie ist und bleibt der Inbegriff von südländischer Eleganz. Königin Letizia von Spanien beweist mit diesem Auftritt einmal mehr, dass sie die königliche Etikette in Sachen Mode perfekt beherrscht. Gemeinsam mit Ehemann Felipe stellt sich die royale Spanierin nach ihrem Sommerurlaub jetzt wieder ihren offiziellen Verpflichtungen. Die 46-Jährige strahlt und sieht erholter aus denn je. In einem luftigen Sommerkleid aus königsblauer Seide mit französischen Ärmeln und kleinen silbrigen Stickereien zieht die 46-Jährige im Zarzuela-Palast in Madrid alle Blicke auf sich. Die eng geschnittene Taille und der weite V-Ausschnitt betonen die schlanke Figur der zweifachen Mutter. Doch so förmlich wie das Kleid auf den ersten Blick wirken mag, ist es ganz und gar nicht. Beim Gehen gibt der mittige Schlitz des Seidenkleides den Blick auf die sportlichen Beine der ehemaligen Journalistin frei. Neben den High Heels mit Riemchen an den Fersen und den straffen Waden kann man sogar die Oberschenkel der Königin bewundern. Ganz schön sexy, doch tatsächlich kennen wir dieses Kleid eigentlich von einer anderen Dame. Die argentinische First Lady Juliana Avada hat das spanische Königspaar gemeinsam mit ihrem Präsidentengatten im vergangenen März in Buenos Aires empfangen. Und siehe da, die Südamerikanerin hat dasselbe Kleid an wie jetzt Letizia. Scheint, als hätte sich die Spanierin ihren Look bei der First Lady abgeschaut. Ja, Letizia ist eben nicht nur stilsichere Trendsetterin, sondern lässt sich auch gerne von anderen Kolleginnen inspirieren. Ob nun nachgemacht oder nicht, ein Hingucker ist dieses Outfit allemal.